Überall sind Zombies und wir müssen uns in Sicherheit bringen. Das, meine werten Damen und Herren, ist Zombie Survival 3D. Mit diesem Typen, der bereit ist, alles zu tun, um gegen die Zombies anzukommen. Eins der neuesten Spiele, die ganz interessant sind. Wir müssen diesen Typen hier spielen mit seiner coolen Kette, mit seinem coolen Gurt, den er um den Bauch hat. Und wir müssen ihm helfen, seine Zombie-Basis aufzubauen. Und wir müssen ihm helfen, natürlich gegen die Zombies anzukommen. Und da gehört natürlich auch dazu, mit den Zombies zu kämpfen. Deswegen schauen wir mal rein, was das Spiel heute mit sich bringt. Wir drücken mal auf Start und schauen, was das Ganze mit sich bringt. Okay, wir müssen also am Anfang ganz gemütlich erstmal ein bisschen Holz hacken. Dann nehmen wir easy die Mitte und dann einfach zack, nochmal die Mitte. Easy. Okay, damit haben wir schon mal die erste Geschichte geschafft. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, jetzt müssen wir das Holz nehmen und aus dem Holz ein Lagerfeuer machen, damit wir dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen Feuer machen können. Oh, jetzt müssen wir Benzin draufkippen auf das Lagerfeuer und dann müssen wir das ganze Ding anzünden. Wuhu! Okay, damit haben wir jetzt 100 Münzen bekommen und haben survived. Okay, sieht ganz cool aus. Wir haben 100 Münzen bekommen und haben damit jetzt tatsächlich das erste Level geschafft. Okay, es gibt mehrere Level, die man schaffen muss. Es gibt auch ein Zombie-Angreif-Level. Da werden wir von Zombies dann angegriffen, ne? Und müssen dann irgendwie versuchen zu überleben. Okay, was können wir jetzt machen? Jetzt haben wir 100 Münzen verdient und haben hier einen Home-Button, ne? Und können uns damit ein Geheimversteck kaufen mit den 100 Münzen. Ba-ba-da-ba! Wow, das haben wir gerade eben richtig heftig geupgradet. Dadurch haben wir jetzt so einen Gerümpelkeller im Hintergrund. Und wir können uns ab Level 8 oder am Tag 8 können wir uns sogar ein Auto holen. Cool. Okay, wir gehen weiter auf Start und schauen, was das Ganze heute mit sich bringt. Oh, okay. Hier müssen wir anscheinend das Ding so schneiden. Okay, ich verstehe, was wir machen. Wir schnitzen einen Speer, damit wir uns wahrscheinlich gegen die Zombies wehren können. Ah, nee, können wir gar nicht, sondern wir müssen mit diesem Speer jetzt einen Fisch fangen. Let's go! Da habe ich einen Fisch gefangen. Oh, und den gibt es wahrscheinlich heute zum Mittagessen. Und jetzt müssen wir ihn hier grillen, diesen Fisch. Und wir nehmen ihn, zack, und da haben wir ihn jetzt. Und dann können wir ihn dementsprechend über dem Feuer grillen, bis er lecker ist. Okay, wir haben oben hier den Garheitsbutton. Das heißt also, da müssen wir warten, bis wir den Fisch fertig gegart haben. Und jetzt ist es soweit. Und vielleicht können wir ihn jetzt essen. Hoffentlich wird er uns sehr viel helfen. Oh, da haben wir den Kopf gerade abgebissen. Und dann nochmal den Rumpf und das Hinterteil. Und jetzt nur noch die Flosse hinten. Aber bei uns wird alles gegessen, bis auf den letzten Schnapper. So, das war mal ein gutes Essen, ne? Und dieses Essen hat uns ebenfalls 100 Münzen beschert. Klasse. Kommen wir zum ersten Zombie-Angriffslevel, so wie es aussieht. Es gibt auch ein Frauen-Level, es gibt ein Baby-Level, ein Totenkopf-Level und das absolute Totenkopf-Level. Okay, schauen wir mal rein, was das Ganze mit sich bringt. Oh Gott, was passiert jetzt? Können wir hier nochmal was upgraden? Okay, wir brauchen 150 Münzen, um das nächste Upgrade zu machen. Drücken jetzt erstmal auf Start. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das unsere Waffe? Oh, crazy. Wir haben eine alte Waffe gefunden, die wir jetzt poliert haben. Oh Gott, okay. Oh, jetzt müssen wir das erste Mal gegen die Zombies ankämpfen. Ah, Hilfe, die Zombies! Los, wir müssen uns wehren. Hilfe! Oh, okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben überlebt. Okay, das gibt nochmal weitere 100 Münzen. Alles klar. Guti. Das heißt also, wir haben die erste Zombie-Welle auch überlebt und hier hinten gibt es sogar schon das nächste Auto. Schauen wir mal, was das Ganze als nächstes mit sich bringt. Was haben wir hier? Wir haben jetzt übrigens 200 Münzen und können jetzt wieder unser Lager upgraden, ne? Und haben jetzt einen Garten dazu bekommen oder sowas ähnliches, den Garten zumindest. Das ist eigentlich nur ein Holzzaun mit einem Draht drumherum. Nun gut, okay. Wir drücken mal auf Start und schauen, was das Ganze als nächstes mit sich bringt. Oh Gott! Was müssen wir denn hier machen? Okay, jetzt müssen wir in einem Level herumlaufen. Oh nein, uns hat ein Zombie gesehen. Oh Gott, wir müssen weg vom Zombie. Bitte nicht. Nein, ich muss in echt eigentlich Holz abbauen. Hilfe, lass mich in Ruhe. Nein, dieser Zombie verfolgt mich jetzt. Dabei wollte ich doch eigentlich nur ein bisschen Holz abbauen. Bitte lass mich in Ruhe, Zombie. Ah, er hat mich gleich, er hat mich gleich. Hilfe. Oh Gott, er hat mich in Ruhe gelassen. Oh mein Gott, was ein chilliger Zombie. Schnell, schnell, nimm das Holz mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Okay, wir müssen weitergehen. Hier den nächsten Baum angreifen. Okay, wir haben den nächsten Baum schon wieder. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Holz. Okay, jetzt am besten diesen. Oh Gott, da ist er wieder. Ha, Hilfe! Bitte lass mich in Ruhe, Zombie! Ha! Oh Gott, diese Zerro-Zombies sind so schlimm. Wir brauchen aber mehr Holz. Schnell, bau den Baum ab, schnell! Okay, den Baum haben wir ganz abgebaut. Oh mein Gott, haben wir schon richtig viel Holz hinten drauf. Huch! Okay, okay, okay. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Wir haben noch unten links einen kleinen Baum hängen. Es ist nur ein Zombie, der uns die ganze Zeit verfolgt. Oh Gott, bitte lass mich doch in Ruhe. Ah, komm schnell. Okay, gut. Er hat uns in Ruhe gelassen. Okay, das waren weitere 100 Münzen. Damit sind wir wieder bei 150, was schon mal ganz gut ist, ja. Da sind wir schon mal ganz gut durchgekommen. Nächstes Level. Huh.
Ich hoffe mal, da müssen wir jetzt nicht unser Holz sortieren oder sowas. Ich glaube, upgraden konnten wir erstmal nichts. Okay, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen schneiden, so ein bisschen schnipsen, ne? Damit wir da wieder einen Speer haben. Vielleicht können wir damit auch... Oh, okay, ich verstehe. Wir werden uns jetzt gegen die Zombies einen Pfeil sozusagen bauen. Dass wenn uns ein Zombie angreift, haben wir immer noch einen Pfeil und Bogen, ne? Um uns gegen die Zombies zu wehren. Deswegen können wir hier einen Pfeil und die Spitze vom Pfeil vorne dran machen. Und damit haben wir einen fertigen Pfeil gebaut. Okay. Oh mein Gott, was? Jetzt gehen wir auf Wildtierjagd und müssen uns nochmal was zu essen holen. Und da ist ein Reh und zack. Ja, okay. Oder vielleicht auch nein. Aber wir müssen irgendwas essen, weil wir sind in der Wildnis. Und haben deswegen jetzt eine Fleischkeule hier. Wow. Ja, heute gibt's Hirsch zum Essen. Okay. Das können wir jetzt tatsächlich alles kochen in dieser Suppe und müssen jetzt wieder warten, bis das Fleisch und alles sozusagen durch ist und danach haben wir eine Suppe gekocht. Wow! Okay, easy going. Wir gehen weiter und haben das jetzt hier fertig gemacht. So, damit sind wir jetzt Überlebenskünstler. So, wir gehen weiter und haben jetzt übrigens 250 Münzen. Ne? Das bedeutet also, dass wir dementsprechend jetzt eigentlich schon wieder ein Update machen können. Ich glaube, wir können jetzt wieder unser Versteck ein bisschen erweitern und es ist wieder ein bisschen größer geworden. Ne? Sehr gut. Und das nächste kostet dann wieder 250. Okay, wir drücken weiter auf Start und gucken mal, was man da alles machen kann. Wir haben jetzt hier, oh Gott, wir müssen jetzt Patronen sortieren. Oh nein, ich lege die Patronen da rein, glaube ich. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach die Patronen hier reinlegen. Ich weiß gar nicht, was die Patronen links überhaupt bedeutet, was die Schachtel da bedeutet. Ich hoffe nur mal, dass es richtig ist. Okay, also dein Zuhause, Gasstation, Shop, Hospital, Bunker. Okay, wir gehen jetzt mal zum Shop. Können wir hold to move? Ah, jetzt gehen wir erstmal zur Gasstation. Okay, wir sind jetzt an einer Tankstelle angekommen und müssen jetzt Items finden. Also einmal hier die Zange, dann dieses Benzinfass und dann nochmal ein Lenkrad für ein Auto haben wir gerade gefunden. Ne? Und dafür haben wir schon 100 Münzen bekommen. Gar nicht übel, muss man sagen. Ne? Dann haben wir 150 jetzt. Das heißt also, oh, jetzt kommt das nächste Level, wo wir das Auto bekommen. Na, selbstverständlich. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da jetzt durchkommen. Können wir uns schon wieder was leisten? Nein. Aber jetzt können wir wahrscheinlich das Auto bekommen. Also gucken wir mal, wie das funktioniert. Oh Gott, was müssen wir denn hier machen? Zerstöre alle Autos. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt alle Autos zerstören? Wir brauchen wahrscheinlich... Oh Gott, wir dürfen uns bloß nicht von den Zombies sehen lassen. Ach so, wir müssen jetzt den Schrott von den Autos sammeln, ohne dass uns die Zombies da hinten sehen. Oh Gott, ich muss ganz viel Schrott sammeln. Okay, sammel den Schrott, Kumpel. Oh Gott, dieser eine Zombie da ist einfach wie ein Hotdog einfach verwandelt, hä? Der sieht einfach aus wie ein Hotdog, dieser Zombie. Oh Gott. Oh, was? Das war schon das Level, oder wie? Yo, was? Was geht denn jetzt ab? Reparieren wir jetzt dieses Auto? Oh, wir nehmen die Beulen aus dem Auto raus und reparieren das jetzt sozusagen. Yo, was? Das sieht ja mega cool aus. Das ist dann unser Auto, wenn es fertig ist. Ja, es ist unser Überlebensauto. Gar nicht mal übel. Damit haben wir jetzt 250 Münzen wieder und können jetzt tatsächlich das nächste Level wieder machen. Okay. Wir gucken rein, was man da jetzt alles nochmal machen kann. Wir haben jetzt sogar ein Auto schon im Hintergrund stehen. Sehr cool. Und wir können sogar unser Auto upgraden oder nochmal das Haus upgraden. Ich würde sogar sagen, wir upgraden nochmal das Haus. Haben jetzt noch ein paar Barrels dazu bekommen. Also so ein paar, wie heißt die denn auf Deutsch eigentlich nochmal? Diese Fässer. Genau, ein paar Fässer haben wir dazu bekommen. Und dementsprechend sind wir da jetzt mit Öl oder sowas ausgestattet. Oder mit Benzin. Oh mein Gott, was ist das für einer? What? Wir müssen gegen einen Monster-Zombie ankämpfen, ne? Und da müssen wir jetzt immer die richtige Stärke auswählen. Und wir versuchen natürlich immer in die Mitte zu treffen. Meine Güte. Oh, das ist ein harter Kampf, aber ich glaube, mit dem letzten Schlag haben wir ihn bekommen. Junge, was war das gerade für ein Zombie-Dude? Das ist ja crazy, aber dafür haben wir schon wieder 100 Münzen bekommen. Das heißt, wir sind hier jetzt tatsächlich schon mal wieder ein Stückchen weitergekommen. Alles easy peasy. Und wir können jetzt tatsächlich nochmal schauen, ob wir vielleicht unser Auto upgraden können. Und ja, wir haben es geupgradet, aber es sieht so aus, als ob wir nur die Fensterscheibe oder sowas da dran gemacht haben. Naja, auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, das war Zombie Survival Simulator 3D. Ich wollte eigentlich heute nur das Spiel mal anspielen und das Auto bekommen. Und hier haben wir das Auto. Ich habe gedacht, dass das Auto eine rote Farbe haben wird, aber es ist in echt blau. Nun ja, das ist auf jeden Fall für jeden eine eigene Situation. Das Spiel ist eigentlich ganz cool. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Es ist gut gemacht, muss man sagen. Es ist besser als andere Spiele. Und es hat keine Werbung. What? Das ist voll cool. Deswegen, man kann es tatsächlich spielen, wenn man da Bock drauf hat, einen Zombie-Überlebenssimulator zu spielen. Aber das ist für jeden dann sozusagen das Gleiche. Ich weiß nicht, mögt ihr Zombies oder eher nicht? Keine Ahnung. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, dass euch die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.